Hallo AFOPS, ich bin's mal wieder, der Klaus von Bluebricks, und heute bin ich in Langenfeld im Marktkarree, ein schönes Center, und das Centermanagement hier, das macht das richtig gut. Ich stand vorm Fahrstuhl, da war schon gleich ein Sticker dran, wo der Bluebricks Store ist, und im Fahrstuhl auch noch mal einer, und selbst auf der Toilette beim Händewaschen war gleich ein Schild, wo der Bluebricks Store ist. Also da kommt man jetzt überhaupt nicht mehr dran vorbei. Und er ist, das verrate ich euch an dieser Stelle auch nochmal, er ist im ersten Obergeschoss. Sieht schön aus. Der Philipp hat mit seinem Team hier wieder ganze Arbeit geleistet, ist auch noch so im letzten Feinschliff. Und das Team stelle ich euch auch gleich mal kurz vor. Hier stehen übrigens auch schon die Sachen für unsere Blue Friday Week, die ja am Mittwoch geht sie los, hier also am Donnerstag, denn wir eröffnen hier am Donnerstag, das ist der 25. Öffnungszeit, jeden Tag von 10 bis 19 Uhr, Montag bis Samstag, ist hier also offen, könnt ihr von überall herkommen und kriegt hier noch super tolle Noppenstein-Sets. So, und bevor ich jetzt wie sonst hier durchgehe und euch die ganzen Neuheiten zeige, möchte ich mal ein bisschen was anderes machen. Das ist jetzt unser 18. Store. Unglaublich, 18 Bluebricks Stores. Das ist auf jeden Fall der letzte, den wir in diesem Jahr jetzt eröffnet haben. Und ich möchte euch mal so ein bisschen die Geschichte zeigen. Nochmal, was wir in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren an Stores aufgemacht haben. Angefangen hat es in Flörsheim mit unserem Lagerverkauf. Also direkt dort, wo unsere Company ist, haben wir gesagt, Mensch, wir probieren das mal. Weil einige haben doch gesagt, kann man bei euch nicht auch mal was abholen und so weiter. Und da haben wir das ausprobiert. Und auch für mich eine schöne Sache, dort mal mit den AFOPS zu quatschen und so. Das war nett. Und hier schaut euch das an, wir blenden das mal ein. Die Resonanz war ganz, ganz, ganz super. Super viele AFOPs sind dort hingekommen zu unserem Lagerverkauf in Flörsheim. Und somit hat mir das natürlich dann auch die Entscheidung einfach gemacht, weitere Stores aufzumachen. Und der erste Store, den haben wir dann eröffnet in Hagen. Und den Store in Hagen gibt es zwar heute leider nicht mehr. Hagen ist massiv von dem Hochwasser betroffen gewesen und auch teilweise eben leider immer noch betroffen, sodass wir ja inzwischen alternativ in Dortmund einen Store aufgemacht haben. Da ist auch ein Großteil des Teams von Hagen jetzt für euch verfügbar und da haben wir sogar einen Megastore draus gemacht. So, und jetzt zeigen wir euch mal, wie das dann in der Zeit danach weitergegangen ist mit einer neuen Bluebricks Store Eröffnung nach der anderen. Hallo AFOPS, ihr seht schon, wo wir sind, nämlich im Sterncenter hier in Sindelfingen. Die Kollegen sind da dran, noch richtig zu wuppen, um hier den letzten Feinschliff zu machen, denn am Montag geht es los und wir gucken uns jetzt mal an, wie das aussieht. Kommt mit. Willkommen heute im Loom in Bielefeld. Sieht das nicht cool aus? So, und natürlich ganz klar, haben wir auch in Bielefeld die Brickbar. Nämlich bei Berlin. Ich zeig's euch. Kommt mit. Im A10 Center in Wildau bei Berlin. Und da ist der Bluebricks Store. Ist ein bisschen versteckt hinter der Rolltreppe, aber ihr werdet ihn schon finden. Und jetzt gucken wir mal rein. Heute treibe ich mich im Nova Eventis rum. Eine riesige Shopping Mall hier direkt vor den Toren Leipzig an der A9 gelegen. Shopping Mall ist riesig, riesig was los hier. Und das Ganze wird jetzt noch viel geiler, weil hier machen wir nämlich am Donnerstag einen Bluebricks Store auf. Also das Leben ist hier bei Bluebricks nicht langweilig. Und heute bin ich in Nürnberg-Langwasser im Franken Center. So, hier sind wir jetzt drin. Jede Menge Bluebricks Specials. Bin heute in München, hier im Shopping Center Schwanthaler Höhe. Direkt gegenüber sind die Theresienwiesen. Jetzt in diesem Jahr findet hier eben ein ganz anderes Fest statt. In 3 Wochen sehen wir uns dann in Garbsen bei Hannover in der Shopping Plaza. Von 10 bis 20 Uhr.
von 10 bis 20 Uhr, da spricht der Fachmann. Hier in Hamburg im T-Bark Center. Moin, moin. Moin. Tolles Team hier im T-Bark Center in Hamburg in unserem Bluebrick Store. Ich bin heute im Loop 5 in Darmstadt-Weiterstadt. Hier macht nämlich am Donnerstag unser Bluebrick Megastore auf. Megastore heißt mit Megabrickbar über 5000 Teile. 5000 verschiedene Teile, Arten. Wir haben hier hunderttausende Teile. Okay. Marco, der hat sich da hinten irgendwo in der Megabrickbar eingebuddelt. Den werde ich hier heute wahrscheinlich auch nicht mehr wieder rauskriegen. Wir machen übrigens auch am 1. Juli noch unseren Store in Chemnitz. In der Galerie Roter Turm. Das sieht ja aus wie die kleine Macy sieht das aus. Ne? Guck mal, Macy, da. Ja, Wein. Und das ist jetzt auch so ein bisschen direkt ein Jubiläum, ne? Ja, es ist tatsächlich schon der 10. Store, den ich und Tobi hier aufgebaut haben. Hallo, ich bin auch in Dresden. Und ich befinde mich aktuell in Bremen. Um genau zu sein, im Roland Center in Bremen. Oh, jetzt konntet ihr mal einen kleinen Eindruck gewinnen, wie so ein Bluebrick Store entsteht. Ich bin in Nordhorn in der Fechter Arcade. Ja, hallo, AFOPS in Nederland. Welkom. En zoals jullie zien, hebben wij hier een hele grote winkel vol met noppenstenen. En ja, jullie weten, noppenstenen kan je nooit genoeg hebben. Dus kom alsjeblieft kijken, kom langs. Overmorgen gaan we open. En, Patricia, du bist super. Aachen, im Aquis, in der Aquis Plaza. Ich komme hier an. Und normalerweise seid ihr noch voll am Wuppen, ne? Aber hier ist fast schon alles fertig. Das hat richtig gut geklappt, oder? Und ich bin heute hier in Dortmund in der Tiergalerie. Ich war zuerst mal überrascht, wie viel hier los ist. Also nicht nur im Bluebrick Store, da sowieso, aber hier auch in der ganzen Tiergalerie. So, Willingen, Schwenningen. Wir sind hier im wunderschönen Schwarzwald. Man hat mir gesagt, ganz wichtig, Villingen, nicht Willingen. Dann landet man nämlich im Sauerland. Ich befinde mich in Eisenhüttenstadt in Brandenburg. Um genau zu sein, im City Center. Denn hier eröffnen wir für euch ab dem 11.11. ein neuer Bluebrick Store. So, das ist richtig cool, muss ich sagen. Ich selber bin beeindruckt, was da hier das ganze Team, der Philipp, der Tobi, hier bei mir ist übrigens auch der Carsten und der Sascha, die hier für euch in dem Store in Langenfeld anzutreffen sind und euch gerne helfen und ein bisschen mit euch quatschen und alles. Und ich muss schon sagen, auch wenn ich dann in irgendeinen neuen Store fahre, es ist unglaublich, ich komme irgendwie an zwei oder drei Autobahnabfahrten und Städten vorbei, wo ich sage, guck mal, wenn ich jetzt pinkeln muss, dann kann ich da bei uns zum Bluebrick Store fahren und einen Stopp einlegen. Und du hast das auch teilweise, du bist letztens von Villingen-Schwenningen nach Eisenhüttenstadt, da bin ich an Sindelfingen, Nürnberg, an Leipzig vorbeigekommen, an Wildau. Es ist unfassbar, man kommt überall. So viele Pausen kannst du gar nicht einlegen. Ne? Ja, also demnächst jetzt auch konkret ab Donnerstag, dem 25. ist es, ne? Hier für euch auch in Langenfeld im Marktkarree von 10 bis 19 Uhr. Denn Noppensteine kann man ja nie genug haben. Demnächst gibt's mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Bis dahin, euer Team von Bluebrick. Tschüss. Tschüss.